Frank E. aus Gießen fragt: Lieber Schlafapnoe-Experte, du schreibst auf deiner Internetseite, dass eine Schlafapnoe häufig durch eine Kieferfehlstellung verursacht wird. Das müsste man ja dann auch optisch sehen können, oder? Kannst du einen Schlafapnoiker wirklich an der Stellung seines Kiefers erkennen? Hallo Frank. Ja, das kann ich, zumindest in den überwiegenden Fällen. Ich würde sagen, in 80% der Fälle kann ich einen Schlafapnoiker an der Stellung seines Kiefers erkennen. Das ist jetzt auch keine ganz große Kunst, sondern das erfordert nur eine gewisse Form der selektiven Wahrnehmung. Mein Job ist es ja letztendlich, möglichst viele Schlafapnoe-Patienten zu einer dauerhaften Heilung der Schlafapnoe zu bringen. Und deswegen ist es natürlich erforderlich, dass ich mir der Ursachen der Krankheit bewusst bin. Und die Krankheit hat ihre Ursache häufig in einer Kieferfehlstellung. Und es erfordert nicht besonders viel Kunst, eine Oberkiefer- oder Unterkieferrücklage oder eines fliehenden Kinnes zu erkennen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir uns im Seitenprofilbild den Michael Schumacher anschauen, dann erkennen wir, dass er einen weit nach vorne herausgewachsenen Kiefer hat. Dieser Mann wird definitiv nicht unter einer Schlafapnoe leiden. Dagegen das genaue Gegenteil, das ist zum Beispiel der Günther Jauch. Günther Jauch leidet leider, er kann ja nichts dafür, unter einer Ober- und Unterkieferrücklage, sogar in sehr ausgeprägter Art und Weise. Ich muss also vermuten, dass Günther Jauch unter einer schwergradigen Schlafapnoe leidet. Natürlich kann man jetzt an der Kieferfehlstellung nicht automatisch und sofort erkennen, welcher Schweregrad der Schlafapnoe vorliegt. Allerdings kann man schon sagen, je weiter der Kiefer zurückliegt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der schwere Grad der Schlafapnoe umso ausgeprägter ist. Warum ist das so? Nun, die Zunge ist ja am Unterkiefer angewachsen und wenn der Kiefer eben in der Wachstumsphase nicht ausreichend nach vorne herausgewachsen ist, so wie das vermutlich beim Günther Jauch der Fall ist, dann liegt eben die Zunge auch zu weit zurück, zu weit distal, wie man so schön sagt, und dann verbleibt sehr wenig Abstand zwischen Zungengrund und Rachenhinterwand. Und das führt eben zu der entsprechenden Einengung der oberen Atemwege und das führt dann eben nachts in Kombination mit dem Zurückrutschen der Zunge eben zu einem kompletten Verschluss der Atemwege oder kann zum Verschluss der Atemwege führen. Es gibt noch weitere Faktoren, die eine Einengung der oberen Atemwege begünstigen können. Zum Beispiel dann, wenn der Kiefer zu klein gewachsen ist und gleichzeitig die Zunge für den jeweiligen Kiefer zu groß ist. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, wenn sich im Zungenrand die Abdrücke der Zähne abzeichnen. Der Arzt, der das am leichtesten erkennen könnte, ohne dass er dafür ein technisches Hilfsmittel einsetzen müsste, wäre Ihr Zahnarzt. Der schaut Ihnen ja schließlich auch in den Mund. Doch leider zeigt die Praxis, dass sich die Zahnärzte nur um die Zähne kümmern. Deswegen heißen sie ja auch so. Allerdings wäre es schon gut, wenn Zahnärzte auch auf die Atmung ihrer Patienten achten würden. So könnten sie den Patienten sehr schnell und wirkungsvoll Hinweise geben, dass mit ihrer Atmung etwas nicht stimmt. Darüber hinaus schaue ich mir natürlich auch das Gewicht des betroffenen Menschen an. Denn leider ist es ja so, dass sich Fett nicht nur im Bauch eben anlagert, sondern leider auch im Rachenraum. Und das führt dann eben zu der entsprechenden Einengung der oberen Atemwege. Ein Halsumfang, wenn er vergrößert ist, ist ebenfalls ein sicherer Indikator für eine obstruktive Schlafapnoe. Sie sehen, es sind vermeintliche Kleinigkeiten, auf die es sich zu achten lohnt, aber diese Kleinigkeiten sind eben entscheidend und relevant für eine perfekte Atmung. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.